Wir schreiben das Jahr 2001. In einem Archiv in Dublin findet der Historiker Tom Mahan etwa 300 verschlüsselte Texte. Sie stammen von Moss Twomey, dem Anführer der Irish Republican Army, oder auch IRA genannt, von 1926 bis 1936. Hierbei handelt es sich um geheime Dokumente, die damals zum Austausch zwischen dem IRA-Hauptquartier in Dublin und einigen Aktivisten der Terrororganisation in Britannien und den Vereinigten Staaten genutzt wurden. Das Thema heute, der IRA-Code. Die Geschichte der Terrororganisation IRA ist so verworren wie kaum eine andere. Am besten kann man sie wohl durch diese grafliche Veranschaulichung verstehen. Unter den Quellen in der Videobeschreibung habe ich euch auch nochmal eine detailreichere Abbildung verlinkt, wenn ihr euch für die Geschichte der Irish Republican Army interessiert. Da der Entdecker des IRA-Codes nicht über das nötige Wissen verfügte, um die Dokumente zu entschlüsseln, wandte er sich an James Gillooly, einen Kryptologen und promovierten Informatiker. Bis auf wenige Ausnahmen gelang es Gillooly tatsächlich auch, die Nachrichten zu entschlüsseln. 2009 veröffentlichte er sogar ein Buch über den IRA-Code, Decoding the IRA, in welchem er über die Geschichte des Knacken des Codes, das Dechiffrieren selbst und die Ergebnisse und unverschlüsselten Nachrichten schreibt. Durch die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben im Code konnte Gillooly relativ schnell feststellen, dass es sich bei dem IRA-Code um einen sogenannten Transpositionscode handelte. Transpositionschiffren sind mit am leichtesten zu knacken und bestehen nur aus der Positionsveränderung aller Buchstaben. Man fertigt ein System an, lässt seinem Empfänger den Schlüssel für das System zukommen, in dem das System erläutert wird, also inwiefern die Buchstaben verschoben werden, und schon hat man einen geregelten Transpositionscode. Nach kurzer Zeit hatte Gillooly also den Code geknackt. Ein Beispiel, hierbei handelt es sich um die chiffrierte Version einer Nachricht. Bald schon entdeckte Gillooly, dass sich in den entschlüsselten Wörtern sinnlose Vokale versteckten. So wurde zum Beispiel aus which, W-H-I-E-C-E-H. Nachdem auch diese Hürde überwunden war, kam er dann auf das folgende Ergebnis. Wie erwähnt, blieben ein paar wenige Nachrichten, die man nicht dechiffrieren konnte. Eine dieser Nachrichten ist diese hier. Immer noch gibt es keine Anhaltspunkte, was es mit diesem scheinbar sinnlosen Gewirr aus Buchstaben auf sich haben könnte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was hattet ihr von dem IRA-Code? Habt ihr eine Idee, was der ungelöste Code bedeuten könnte? Wenn ja, dann schreibt mir eure Dechiffrierung gerne in die Kommentare. Mit Lösungsweg versteht sich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wenn du an Minecraft-Content interessiert bist, dann sieh gerne mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Du kannst jetzt aber auch einfach auf das Kanal-Icon in der Endcard klicken. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.